SIC Fund oder SIC Fund, je nachdem, wie Sie es haben wollen, die britische Bankenaufsicht, FCA, aber auch die französische AFN warnen. Und das tut man aus gutem Grund. Es ist Betrug. Wollen Sie wissen, welche Chancen Sie haben, Ihr Geld zurückzubekommen, wenn Sie dort Geld angelegt haben? Dann schauen Sie sich dieses Video bis zum Ende an. Am Ende verrate ich Ihnen, welche Schritte Sie unternehmen können, damit Sie eine Chance haben, Ihr Geld zurückzukriegen. Hallo, ich bin Annika Anwalt Jochen Resch zu den SIC Fund. Betrug, nichts ist wahr, alles ist Lüge. Kein Cent von Ihrem Geld wurde jemand investiert, deswegen sind die Warnungen der Aufsichten zu Recht. Alles ist Lug und Trug. Nur Schein kann sein. Was können Sie denn dann tun? Macht es Sinn, zur Polizei zu gehen, wie es ja manche machen? Nicht wirklich. Eine Strafanzeige, gut und schön, dient der Bestrafung der Täter, aber nicht zur Wiederbeschaffung des Geldes. Und darum geht es doch, oder? Wir verfolgen die Spur des Geldes und wir sind dabei recht erfolgreich. Wollen Sie wissen, wie das geht? Dann schauen Sie sich zunächst diesen Film komplett an. Oder Sie können mich auch gerne anrufen unter 030-885-9770. Sie können aber auch auf unsere Webseite gehen. Wäre wahrscheinlich das Beste. Denn dann bekommen Sie einen kompletten Überblick, was hinter SIC-Fund steht. Sie finden dort auch einen Fragebogen, den Sie ausfüllen können. Sie bekommen dann von uns eine kostenlose Ersteinschätzung. Mit dieser kostenlosen Ersteinschätzung erfahren Sie, ob wir Ihnen überhaupt helfen können. Nicht alle Fälle nehmen wir an. Wenn Sie zu den Glücklichen gehören, dann sagen wir Ihnen, was wir konkret machen und welche Kosten Ihnen entstehen. Und mit dieser kostenlosen Ersteinschätzung haben Sie dann eine Grundlage von Fakten, sodass Sie Ihre eigene autonome Entscheidung treffen können. Weil Sie alle Fakten kennen, sollten Sie in der Lage sein, diese Entscheidung zu treffen. Sie müssen am Ende natürlich wissen, warum Sie das wollen, allein Ihre Entscheidung. Sie kriegen die Fakten, die Entscheidung treffen Sie.